Hallo, wir sind hier auf den internationalen Jagd- und Schützentagen in Grünau am Stand von Puma, Solinger Messerhersteller mit viel Tradition. Neben mir steht der Matthias von Puma und der hat uns ein Messer für den jagdlichen Bereich jetzt hier mitgebracht. Wenn er mal gerade draufhält hier, oder ich kann es auch in die Hand nehmen, das Saubart. Ja, man sieht's, das eignet sich auch zum Aufbrechen. Und es gibt es in zwei Varianten, aber mehr dazu, sagt der Fachmann und der steht hier neben mir. Also wir haben dieses Messer in zwei Varianten, einmal mit Horn und einmal mit Packerholz. Packerholz-Variante ist halt, dass mehrere Holzarten übereinander kommen. Ist halt ein schöner Handschmeichler meiner Meinung nach. Oben ist halt schöne Daumenmulde, wo man den Daumen halt ablegen kann. Dementsprechend kann man halt auch schön filigran damit arbeiten. Der Stahl, der dort verbaut wurde, ist ein deutscher Stahl, 440C, ist halt sehr schnitthaltig und halt auch sehr leicht zum Nachschleifen. Kann man halt sehr, sehr leicht nachschleifen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch die Angaben von Rockwell. Das ist halt, Rockwell Control bedeutet, dass die Messer halt bei uns auf Qualität geprüft werden. In dem Fall haben wir eine Rockwell-Härte von 56 bis 58 Rockwell. Das ist, und die 24, die davor steht? Die 24 steht, ist genau für das Produktionsdatum. Ja, genau, richtig. Wann die Prüfung erfolgt ist, ja. Richtig, genau. Dann ist das Messer auch entstanden in dem Jahr. Mhm, gut. Ja, es hat eine schöne Scheide dabei, die man auch am Gürtel festmachen kann. Ja, ich demonstriere es auch mal gerne. Mal auch reintun und dann halt auch schön festmachen, weil halt viele Leute halt das Problem haben, dass sie ihre Messer verlieren. Ja, yep. So ein bisschen drücken und so wäre es dann in der Scheide. Gut, also zwei verschiedene Griffschalen, genau. Die Packerholzschalen, die wir hier sehen, dann noch mit Horngriffschalen. Mit Horn. Und hast du die Preise im Kopf? Das liegt bei 329, auch genauso wie das Horn auch. Hm? Ja, bei uns ja im Moment auf Messe auch sehr gut gelaufen, das Messer. Also auch die Nachfrage war auch sehr hoch bei dem Messer, ja. Und die sind wirklich auch super verarbeitet. Die Nachfrage ist auch, wie gesagt, sehr, sehr hoch bei diesen Sachen. Ist halt eine gute Alternative auch zum White Hunter, weil es ist halt relativ schmal, klein und halt auch handlich und halt auch durch die Griffmulden, die es halt auch hat, ja, liegt es halt auch sehr gut in der Hand. Mhm. Ja. Leicht kann man gut mit Sicherheit mit aufbrechen. Korrekt. Und auch es ist mit Sicherheit stabil genug, dass es auch ein Entschloss von einer starken Sau. Das hat ja auch einen durchgehenden Erl und dementsprechend ist es halt auch sehr, sehr gut verarbeitet. Deswegen, das sieht man hier. Durchgehender Erl heißt, dass die Klinge bis hinten ans Ende vom Griff quasi durchgeht für Korrekt. Die Nicht-Messerfachleute. Korrekt. Okay, alles klar, vielen Dank. Bitte gerne. Wenn ihr noch Zeit habt, schaut vielleicht mal hier vorbei. Wenn nicht, findet ihr mit Sicherheit demnächst auch was zu dem Saubart auf allforhunters.com.